Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, die Koalition lobt sich für das Pflegestärkungsgesetz, kurz PPSG genannt, eigentlich schon so ein bisschen über den grünen Klee. Sie sprechen von einem Systemwechsel und es soll klare Verbesserungen für die Pflege geben. Und Sie tun gerade so, als wäre Ihnen die entscheidende Weichenstellung gegen den Pflegenotstand gelungen. Die Wahrheit ist aber, Sie gehen einen ersten Schritt, aber immerhin. Zur Wahrheit gehört aber auch, in diese Richtung mussten Sie erst gedrängt werden. Die tarifliche Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege haben Sie in das PPSG aufgenommen. Und jetzt betonen Sie immer wieder, wie wichtig und wie wegweisend diese Änderung ist. Und Sie haben auch völlig recht. Und diese Änderung stammt aus einem Antrag der Fraktion Die Linke. Der Kollege Lothar Riebsam von der CDU hat ja am Mittwoch im Gesundheitsausschuss auch eingestanden, dass Sie damit den guten Forderungen der Linken Rechnung tragen. Und genau auf diesem Weg sollten Sie auch weitergehen. Wir haben allerdings noch ein paar unabdingbare weitere Forderungen, damit sich die Situation in der Pflege auch wirklich für das Pflegepersonal nachhaltig stärken lässt. Die Beschäftigten in der Altenpflege dürfen nicht weniger verdienen als die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Wir brauchen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Pflegekräfte. Wir benötigen auch für die Pflegeeinrichtungen feste, verbindliche Personalschlüssel, und zwar sofort. Es darf nicht sein, dass weiterhin Pflegekräfte für 80 und mehr Personen allein verantwortlich sind. Und belohnen Sie doch endlich die Einrichtungen, die mit Ihren Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten anständig umgehen, die Mitbestimmung zulassen und die auch verlässliche Dienstpläne erstellen. Stoppen Sie den Ausverkauf der Altenpflege in Deutschland. Die Profitgier so mancher Pflegeunternehmen und so mancher Renditeunternehmen kennt hier keine Grenzen, und das muss ein Ende haben, und zwar sofort. Bei allen Verbesserungsansätzen, die man im Krankenhausbereich im PPSG erkennen kann und die ja auch in die richtige Richtung gehen, ist doch aber eins offensichtlich. Durch dieses Gesetz wird die Altenpflege immer weiter abgehängt. Und das ist allein allen Beteiligten sehr wohl bewusst. Die 13.000 neuen Stellen in der Altenpflege bedeuten gerade einmal 6 Minuten mehr Zeit für die Menschen mit Pflegebedarf. Was soll denn dieser Unfug auch noch, dass diese Stellen nicht mit Pflegefachkräften besetzt werden sollen? Der sogenannte Fachkräftemangel in den Pflegeheimen ist hausgemacht. Und wenn Sie die Arbeitsbedingungen nicht endlich ändern, wenn Sie das Einkommen nicht erhöhen und die Dienstpläne zuverlässig gestalten können, werden die gut ausgebildeten Pflegekräfte auch weiterhin weggehen und sich andere Arbeit suchen. Sie haben hier die Chance vertan, diesen gesellschaftlich so wichtigen und nachhaltigen Bereich zu stärken und spürbar aufzuwerten. Sie sitzen es weiterhin aus, einen Paradigmenwechsel in der Pflege tatsächlich zu vollziehen. Lassen Sie sich weiter von uns in die richtige Richtung drängen und nehmen Sie dabei mehr Tempo auf. Die Menschen mit Pflegebedarf, deren Angehörige und das Pflegepersonal haben es mehr als verdient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Pia Zimmermann. Nächste Rednerin, Cordula Schulz-Asche für Bündnis 90 Die Grünen.